Hallo meine Süßen. Abnehmen, ja, ein lebenslanges Thema, zumindest bei mir. Und ihr habt ja dieses Video angeklickt, damit ihr das ultimative Rezept bekommt. Wie nehme ich 20 Kilo ab, ohne dass ich meine alten Gewohnheiten aufgeben muss, ohne dass ich meine Ernährung umstellen muss, ohne dass ich Sport machen muss und ohne Anstrengungen. Und ich habe für euch die ultimative Geheimwaffe, wie das alles funktioniert, indem ihr einfach von dem Video abschaltet. Also es wird nicht ohne gehen. Ein paar Sachen müsst ihr machen, weil nur ihr könnt tatsächlich irgendwas verändern. Mir geht es hier in diesem Video nicht darum, euch mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwas zu erzählen, was ihr tun müsst oder was ihr tun sollt. Oder dass es unbedingt in ein spezielles Schema passt, dass man sagt von denen, du musst abnehmen, weil deine Umwelt das von dir erwartet und weil du dann besser aussiehst und du erfolgreicher bist, im Gegenteil. Mir geht es ganz speziell darum, dass ihr euch in eurer Haut wohlfühlt, aber auch dabei gesund seid. Und deswegen geht es hier in diesem Video um gesundes Abnehmen, speziell im Alter, wo doch ganz andere Stoffwechselvorgänge sind, speziell jetzt fokussiert auf die Frau, rede ich jetzt mal. Den Mann lasse ich jetzt mal in den Wechseljahren ein bisschen außen vor, obwohl der auch Wechseljahre hat. Also das heißt, es geht wirklich spezifisch um die Frau, es geht spezifisch um die Wechseljahre, es geht spezifisch um die verschiedenen Ursachen, warum nehme ich denn zu, auch wenn ich mein Verhalten gar nicht ändere und was kann ich denn dagegen tun? Und ich möchte euch sechs einfache Tipps an die Hand geben, wie ihr gesund, langfristig und effektiv abnehmen könnt. Nur wenn es halt eben langfristig ist, dass ihr auch gesund abnehmt, habt ihr tatsächlich einen Benefit. Und fühlt euch auch wohl in eurer Haut. Und mir geht es auch darum, dass man auch Krankheiten vorbeugen oder auch minimieren kann. So, was sind denn so die Ursachen für das Zunehmen? Bei mir persönlich war es so, ich habe zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört, weil ich einen Kinderwunsch hatte. Das war für mich die größte Motivation und das war das Schwierigste, was ich jemals im Leben gemacht habe. Also wenn euch das interessiert, wie man als richtiger Suchtraucher aufhört mit dem Rauchen, dann lasst es mich wissen, dann mache ich gerne mal ein Video dazu. Es war nicht einfach. Dieses Rauchen aufhören hat mich schon mal 10 Kilo gekostet. 10 Kilo mehr, 10 Kilogramm mehr auf den Hüften. Und die kleben noch bis heute an meinen Hüften und ich sage euch, es ist echt schwierig. Und dann kamen die Wechseljahre. So ganz schleichend kam immer mehr Gewicht dazu. Und am Anfang habe ich das auch dann wirklich ignoriert und habe gesagt, ich kaufe mir keine neuen Kleidung. Nein, ich werde abnehmen, ich schaffe das Ganze. Und ich sitze das Ganze aus. Ne? Und es hat sich natürlich, es war natürlich nicht so. Ne? Also das heißt, es war so ein schleichender Prozess. Ich habe immer mehr zugenommen. Und vor allen Dingen hat sich meine Körperform verändert. Ne? Wenn man vorher so irgendwie zugenommen hat, bei der Frau war das dann doch so die Birnenform. Das heißt, als Frau, wenn man zunimmt, hat man ja diese Fettpolsterreserven. Das ist einfach genetisch bedingt, dass die Frau einen Schutz hat von dem Embryo. Ne? Das heißt, man hat ja nur in der Regel ein oder zwei Embryonen. Das heißt, dass dann der Schutz ist unten am Bauch und am Gesäß und an den Oberschenkel, um das Baby zu schützen. Der Mann hingegen nimmt mehr am Bauch zu und bekommt dieses Bauchfett. Und in den Wechseljahren ist es auch so, durch die veränderte Umstellung der Hormone, das heißt, das Östrogen geht runter und der natürliche Testosterongehalt nimmt weniger ab. Das heißt, in Relation ist er dann höher, bedingt das Testosteron, dass man halt eben mehr am Bauch zunimmt. Es ist aber nicht nur das subkutane Fett, was heißt, dass es unter der Bauchhaut sitzt, dieses Fett, sondern vor allen Dingen, es ist das viszerale Fett. Das heißt, dass es in den Organen ist, innerhalb des Bauches, innerhalb des Bauchraumes. Und dieses viszerale Fett, was man im Alter zunimmt, das ist bei Männern wie bei Frauen, das ist das gefährliche Fett, weil dies macht eben, es ist stoffwechselaktiv, es setzt Entzündungsmediatoren frei, Entzündungsprozesse, es bedingt, dass mehr Fett eingelagert wird und weniger Fett abgebaut wird. Ne? Und deswegen ist es so verdammt schwer, dieses Fett auch wieder loszuwerden. Und deswegen sind praktische Tipps von einem 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen für uns in unserem Alter nicht hilfreich, ne? Weil die einfach völlig andere Voraussetzungen haben. Weiterer Punkt ist natürlich, dass es auch wichtig ist, dass man nur, wenn man seine Einstellung, seine
Bedingungen ändert, kann ich langfristig abnehmen. Und das ist das auch, was wichtig ist, ne? Also das heißt, wenn ich jetzt kurzfristig 5 Kilo abnehme und hinterher verändere ich meine Gewohnheiten nicht und nehme dann alles wieder zu oder sogar noch mehr, habe ich diesen typischen Jojo-Effekt und damit ist keinem geholfen, ne? Weil wenn man dann kurzfristig abnimmt, isst weniger, senkt sich der Grundumsatz, dadurch hat man weniger, also weniger Input. Grundumsatz geht runter, das heißt, man verbraucht weniger, dann esse ich wieder normal und mit einem geringeren Grundumsatz und nehme dadurch zu. Das ist dieser Jojo-Effekt, ne? Und damit ist keinem geholfen, vor allen Dingen auch nicht langfristig. Abgesehen davon sind solche krassen Diätkuren auch nicht gut für unser Bindegewebe, für die Haut, weil dadurch habt ihr hinterher schlaffe Haut, ne? Und das wollt ihr natürlich auch nicht. Im Alter ist es viel schwieriger, weil das Bindegewebe nachlässt, dass dann die Haut straff bleibt. Und dass man dem Ganzen, dass es halt irgendwie ne, noch halbwegs gut aussieht. Deswegen, also das heißt, die Fettumverteilung ist eins der Hauptursachen, warum man zunimmt. Das zweite ist, dass sich halt im Alter der eben der schon angesprochene Grundumsatz reduziert. Das ist nicht sehr viel, aber immerhin so viel, dass man es auf der Waage merkt, irgendwie im Laufe der Zeit. Das heißt, bei einer 70-Kilo-Frau sind es vielleicht am Tag so 200. Maximal ja 200 Kalorien oder 150, 200 Kilokalorien. Das heißt, dass man einen etwas reduzierteren Grundumsatz hat und wenn man gleichbleibend isst, hat man einfach einen Überschuss. Und dieser Überschuss, der summiert sich, summiert sich, summiert sich und irgendwann macht er sich natürlich auf der Waage bemerkbar. Der dritte Punkt, warum man auch im Alter eben zunimmt, liegt daran, dass man halt eben durch die verschiedenen Östrogene oder die Östrogenimbalanzen, also man hat verschiedene Östrogene, Hormone, weibliche Hormone und das Progesteron und durch diese Imbalanzen des Östrogen, das weiß man ja dann, das merkt man ja auch von wegen, dass man eine trockenere Schleimhaut hat, ne, dass man halt ein verstärktes Herzinfarktrisiko hat, ne, die Gefäße sind nicht mehr so geschützt, ne, es entsteht Osteoporose, ne, es wird weniger Kalzium eingelagert, all diese Sachen kann ich noch mal in einem extra Video bei der Menopause Pause behandeln, wegen dem Einfluss. Was aber ganz wichtig ist, durch diese veränderte Östrogen-Imbalancen wird vermehrt Wasser eingelagert oder kann vermehrt Wasser eingelagert werden. Das heißt, man hat mehr Wasser im Körper und dadurch hat man natürlich auch ein höheres Gewicht. Jetzt haben wir viel über die Ursachen gesprochen. Jetzt natürlich die Frage von wegen, was kann ich denn an praktischen Tipps machen, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Das erste ist, dass man versucht, ich meine, natürlich kann man, sagen wir mal, Intervallfasten machen, dass man sagt, 8 Stunden essen, 16 Stunden fasten, oder halt einen Tag essen, einen Tag fasten, whatever. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um dem Grundumsatz ein Schnäppchen oder ein Schnippchen zu schlagen. Das ist für einen Rheinhessen sehr schwierig auszusprechen, so viel SCH. Ein Schnippchen, Schnippchen, Schnippchen zu schlagen, ne? Dass man sagt von wegen, hey, du isst und dann am nächsten Tag hungerst du, dann isst du wieder, dann sagt der Grundumsatz, was mache ich denn jetzt, ne? Aber er geht nicht runter. Und durch dieses Intervallfasten bleibt der Grundumsatz, wie er ist und man nimmt weniger Kalorien zu sich und dadurch nimmt man ab. Was die Ärzte empfehlen, ist eine gesunde mediterrane Vollkost. Das heißt, mediterran bedeutet pflanzliche Öle, viel frische Sachen, viel Obst, viel Gemüse, viel Salate und viel gesundes Eiweiß, aber auch Fisch und viele gesunde Öle. Mediterran deswegen, weil halt viel Olivenöl. Also pflanzliche Öle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, da gibt es noch besser als Olivenöl. Es gibt Leinöl, es gibt Rapsöl und es gibt viele gute Öle, da müsst ihr mal hinten drauf schauen, die viele Omega-3-Fettsäuren haben. Die sind wirklich wunderbar. Das kann ich euch nur raten, stellt eure Ernährung um auf viele ungesättigte Fettsäuren. Das ist auch ein Gefäßschutz, das ist gut für euer Gehirn, dass das Gehirn nicht abbaut. Das ist eine Prophylaxe für eure Gefäße, das ist wunderbar. Und dass ihr viel wenig tierisches Eiweiß, mehr pflanzliches Eiweiß. Und wenn ihr tierisches Eiweiß esst, dann helles Fleisch, wie zum Beispiel Hähnchen, nicht so viel rotes Fleisch. Dann ist auch gut, dass man zum Beispiel Proteine oder mal ein, zwei Tage vegan einfach einlegt und viel Fisch. Zum Beispiel fetter Fisch wie Lachs ist fantastisch, kann man auch gut grillen. Und es ist so ein dankbares Tier. Zumindest ernährungstechnisch, weil es auch sehr reich an Omega-3-Fettsäuren ist, ist auch sehr gut gegen Entzündungen und ist sehr, sehr gut als Brain Food, ne? Also das kann ich euch nur raten, die Ernährung dahingehend umzustellen. Wichtig ist viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Wenn ihr die Kohlenhydrate reduziert, vermindert ihr auch diese sogenannten Insulinpeaks.
Durch Kohlenhydrate wird Insulin ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, um den Blutzucker abzubauen. Und wenn man kurzkettige Glucose isst, wie zum Beispiel was halt in eine Kohlenhydrate, also wie zum Beispiel Traubenzucker ist das kurzkettigste, ne? Oder halt eben Honig oder weißen Zucker oder whatever, dann wird sehr schnell Insulin ausgeschüttet und das wird der Zucker sehr schnell abgebaut. Dann kommt man in eine Unterzuckerung hinein und dann hat man einen Heißhunger, muss essen und dann hat man wieder einen Insulinpeaks. Und diese Insulinpeaks sind extrem gefährlich, um einen Diabetes auszulösen. Deswegen achtet darauf, deswegen ist es auch immer gut, wenn man Vollkornprodukte isst, um halt dann eben langsam einen Blutzuckerspiegel zu haben und diese Insulinpeaks zu vermeiden. Am allerbesten ist oder sehr, sehr ratsam ist, das versuche ich jetzt auch umzusetzen, wenig Kohlenhydrate zu essen und wenn Kohlenhydrate, dann wirklich Vollkorn. Und dadurch vermeidet ihr eben diese Peaks. Der erste Tipp, wenig Kohlenhydrate oder gar keine Kohlenhydrate, gesundes Eiweiß, eben Fisch, aber auch zum Beispiel also kein weißes Eiweiß vom Tier oder halt sehr viel Fisch. Ihr könnt auch viel Eier essen, braucht euch wegen dem Cholesterin keine Sorgen zu machen. Und halt eben oder halt auch Proteineiweiß, veganes Eiweiß, ne, wie Hülsenfrüchte, wie Erbsen, wie Linsen, wie Soja, sehr, sehr, sehr gesund und auch gut für die Umwelt. Zweiter Punkt ist, reduziert Salz. Salz ist in sehr vielen fertigen Produkten versteckt. Zum Beispiel Wurst, Pökel, geräuchert, alles was da drin ist, wird mit Pökelsalzen gemacht. Es hat extrem viel verstecktes Salz und dieses Salz bindet Wasser, erhöht euer Körpergewicht und vor allen Dingen belastet es euren Blutdruck. Also wenn ihr Blutdruckprobleme habt, wie ich, Salz vermeiden, ne? Am besten Kräuter nehmen und dadurch halt eben, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Dritter wichtiger Tipp, baut in euren Alltag oder versucht Bewegung einzubauen. Wenn man im Alter und gerade so ab dem Ende 50, Anfang 60, wird die Muskelmasse zu 3% jedes Jahr abgebaut. Also das heißt, ihr habt jedes Jahr 3% weniger Muskelmasse und Muskeln verbrauchen viel Energie. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr Muskelmasse haltet oder aufbaut. Und das könnt ihr machen, indem ihr viel Eiweiß esst oder auch Ernährungsproteindrinks dazu einsetzt. Also wenn ihr nicht so viel Eiweiß essen könnt, dann baut Proteindrinks mit ein. Das mache ich zurzeit. Also ich habe mir das jetzt angewöhnt, halt wirklich einmal am Tag so einen Eiweißdrink zu machen. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal so einen Gesundheitskurs gemacht von der Firma, der war wirklich klasse. Und da haben auch die Sportlehrer, die Ernährungssportler haben gesagt, von wegen, oder jetzt gab es ein Ernährungstraining und ein Sporttraining, und die haben gesagt, du kannst keine Muskelmasse aufbauen, wenn du nicht zusätzlich noch Eiweißdrinks hast, weil du einfach einen erhöhten Bedarf hast und so viel Protein brauchst, um Muskelmasse aufzubauen, das schaffst du durch die Ernährung gar nicht. Ne? Also wenn ihr Krafttraining macht, braucht ihr Eiweißdrinks, das ist das Erste. Das Zweite ist, sollte man halt eben Eiweißdrinks nehmen, um nicht Muskelmasse abzubauen, weil wie gesagt, im Alter nimmt das ab. Und auch da sollte man eigentlich auf Dauer so einen Ernährungsdrink einbauen. Weil wenn ihr euch vorstellt, zum Beispiel eine 70 Kilo Frau braucht ungefähr 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß pro Tag, damit alles funktioniert. Das sind ungefähr, also eben 70 Gramm Eiweiß. Ne? Wenn ihr jetzt 100 Gramm Hähnchenfleisch esst, dann hat es ungefähr 22 Gramm Eiweiß. Ne? Also das heißt, ihr müsstet schon mindestens mal 300 Gramm so ein Hähnchen essen, damit ihr halt eben diesen Tagesbedarf habt. Und viele schaffen das auch gar nicht oder das denn denen zu viel. Und da macht so ein Eiweißdrink absolut Sinn. Also ich nehme zurzeit von Flora Nutris diesen Eiweißdrink. Ich habe zwei. Ich habe einmal Vanille und habe hier Schokokeks. Der Vanille ist mir persönlich ein bisschen süß, aber den finde ich richtig klasse, dieser Schoko-Keks-Geschmack. Da war ich erst ein bisschen skeptisch, aber er ist wirklich gut. Und ihr müsst doch darauf achten, ich habe erst gedacht von wegen, also ihr müsst ein bisschen wühlen, weil in dem Ding ist auch so ein Messbecher mit drin. Und also müsst ihr nicht irgendwo extra suchen. Und der ist klasse, der hat auch dann so eine Skala. Und das heißt, ihr braucht so 20 Gramm von dem Pulver. Und dann könnt ihr euch so einen Drink anrühren. Das ist also wirklich in den 10 Sekunden gemacht. Und dann habt ihr einen Drink und habt ausreichend Protein, also wo ihr zusätzlich nehmen könnt. Und so einen Drink mit 0,2, also wenn ihr so ein Glas macht, die 0,2 mit 200 Milliliter, so ein Glas oder eine Tasse,
dann hat es gerade mal 80 Kalorien. Das Schöne ist an dem, was mir gut gefällt, warum ich den nehme, hat verschiedene Gründe. Das erste ist, es hat einen kontrollierten Herstellungsprozess. Also ich weiß halt, dass es gute und qualitativ gute Eiweißquellen hat und dass das kontrollierter Anbau ist. Und das ist mir halt wichtig, dass ich weiß, was ich zu mir nehme. Und zwar sind das Eiweißquellen alles rein vegan, ist auch glutenfrei. Es ist ganz, ganz wenig Zucker drin, es ist ein Zuckerersatzstoff drin, also es schmeckt süßlich, aber es ist halt eben kaum Zucker. Also wenn ihr so einen Drink habt, sind da 0,7 Gramm Zucker drin, ist total wenig, ne? Und es hat ungefähr ein Sechstel des Proteinbedarfs, könnt ihr mit so einem Drink halt eben abdecken. Und es ist halt Eiweiß, vor allem Erbsenprotein drin, ihr kennt ja vielleicht die Werbung, Erbsenprotein, dann noch Reisprotein und ich glaube Lupine ist noch drin. Und es hat ein bisschen Kokos, was mir persönlich, also das finde ich total klasse, das schmeckt mir wahnsinnig gut. Und wie gesagt, es ist, mal gucken, Moment. Also es ist, das ist nach Good Manufacture Practice, nach GMP ist es hergestellt. Ne? Es hat geprüfte Qualität, es ist vegan, laktosefrei, es hat keine Gentechnik und made in Germany. Und das war mir persönlich extrem wichtig bei der Auswahl meines Proteindrinks, weil jeder alles auf den Markt schmeißen kann, unkontrollierterweise, und es wird alles verkauft. Ne? Es ist ja nur ein Lebensmittel und kein Medikament. Ne? Deswegen achtet da drauf, wo die Sachen herkommen und das GMP draufsteht, also Good Manufacturing Practice. Dann sind es hergestellte, kontrollierte Prozesse und das finde ich wirklich wichtig. Und abgesehen davon schmeckt es auch sehr gut. Ne? Wie gesagt, 80 Kalorien hat so ein Eiweißdrink und ich habe das jetzt am Anfang nur genommen, so zweimal in der Woche, wo ich Sport gemacht habe. Ich habe jetzt auch wieder versucht, also am Anfang war es immer so ein bisschen schwierig während der Corona-Zeit mit Sport. Ich bin in so einer Reha-Sportgruppe. Wir haben das dann online gemacht. Das hat auch nicht immer geklappt bei mir wegen der Zeit. Jetzt machen wir es wieder zusammen, also im Freien. Und da geht es darum, halt eben wirklich die Muskulatur zu stärken und aufzubauen. Ne? Also wirklich Krafttraining zu machen. Und das ist das, was ihr braucht. Kein Ausdauertraining, das ist gut für die Kalorien. Das ist auch gut für euren Cardio-Bereich. Das ist noch eine gute Abwechslung. Aber für den Muskelaufbau oder Muskelerhalt braucht ihr Krafttraining. Ne? Jetzt müsst ihr nicht ins Bodybuilding-Studio rennen, sondern ihr könnt es zum Beispiel mit einem Theraband machen. Es gibt online. Ihr könnt online, könnt euch solche wunderbare Gymnastik von ganz tollen Leuten anschauen, wie ihr Muskeln erhalten könnt. Und es geht zu Hause auch wunderbar, könnt ihr alle machen. Ne? Und ich habe mir das angewöhnt, wenn ich dann zweimal die Woche, wenn ich mein Training mache, dass ich dann immer gleich, wenn ich heimkomme, so einen Drink mache. Ihr solltet auch darauf achten, dass es gut resorbiert wird, wenn ihr es halt irgendwie auch nach dem Essen macht. Ne? Oder halt anstatt der Mahlzeit nehme ich dann halt eben so, wenn ich jetzt dann das Gewicht ein bisschen reduzieren möchte, dann mache ich halt abends, dann ne, mache ich halt Dinner Canceling und lasse das dann weg und nehme so einen Drink. Was auch ganz wichtig ist, dass ihr abends zum Beispiel keine Kohlenhydrate mehr esst. Ne? Also wenn ihr tagsüber, nachmittags nicht drauf acht verzichten könnt, dann nehmt Vollkornreis, nehmt Vollkornnudeln. Ne, die haben halt nicht diesen Insulinpeak und abends lasst die Kohlenhydrate weg, esst nur noch irgendwo ein schönes ein Lachs oder Protein und Salat oder Gemüse. Ne, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und so könnt ihr auf Dauer abnehmen. Also wie gesagt, Bewegung müsst ihr einsetzen, das ist ganz wichtig. Also wir hatten Sport und Ernährung, also die Ernährung ist wichtig, Salz ist wichtig und Sport ist wichtig, aber halt wie gesagt Krafttraining. Und solche zusätzlichen also Nahrungsergänzungsmittel. Ihr kommt ohne das nicht vorbei, wenn ihr gerade im Alter auch vermeiden wollt, dass ihr Muskeln abbaut. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr braucht zusätzliche Eiweißshakes. Und das ist das, was wie gesagt, was der Markt ja auch bietet. Alkohol ist ja auch so ein Thema. Ist immer schwierig, ne? Ich sitze auch abends gern da mit dem Gläschen Rotwein. Ist auch gut fürs Herz, ne? Natürlich könnte man auch Traubensaft trinken, aber Rotwein finde ich schmeckt besser. Egal. Auf jeden Fall hat man auch wissenschaftlich festgestellt, dass die Leber und der Fettstoffwechsel ganz anders beeinflusst wird, wenn man jetzt jeden Tag ein Gläschen trinkt oder nur am Wochenende. Also es ist wirklich anzuraten, wenn ihr das machen könnt oder wenn ihr das einbauen könnt, dass ihr sagt, unter der Woche nichts trinken und dann nur am Wochenende. Eure Leber wird es euch danken.
Und dann zum Schluss wollte ich euch noch sagen, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ihr Muskeln zusätzlich aufbaut oder halt eben den Abbau auch verhindert, achtet nicht nur auf eure Waage, sondern vor allen Dingen bei Frauen ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt, der Bauchumfang, das Bauchfett. Eine Frau sollte, ich glaube, es sind 80 cm haben. Ne? Und alles, was darüber hinausgeht, sollt ihr, ist es gefährlich. Und dann kann es halt eben, habt ihr ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle, ein erhöhtes Risiko für Diabetes, ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, ne, für Koronargefäßerkrankungen. Ne? Und das ist das, was mir am Herzen liegt. Es geht nicht nur darum, dass ihr euch wohl in eurer Haut fühlt, sondern dass ihr euch auch gesund in eurer Haut fühlt. Ne? Und das ist eine richtige Prophylaxe. Auch wenn ihr 5 Kilogramm abnehmt, geht eure Quecksilbersäule, also euer Blutdruck, geht halt irgendwie auch um 5 Punkte nach unten. Also das heißt, mit jedem Kilo, was ihr abnehmt und ihr habt einen Bluthochdruck, senkt sich der Blutdruck und ihr könnt dadurch Medikamente einsparen. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und mein Rat an der Stelle auch, geht bitte mal zur Vorsorge, lasst euch von eurem Hausarzt den Blutdruck messen, weil ihr merkt es nicht, ob ihr einen erhöhten Blutdruck habt. Ihr merkt es nicht. Ne? Und es kann aber sein, dass ihr, ne? Und der Blutdruck ist der Vorbote, Schlaganfall, Koronargefäßerkrankungen. Ne? Und deswegen lasst euch checken. So, das war es von meiner Seite. Ich glaube, ich habe sogar einen Code für euch, für dieses Getränk. Ihr schaut mal unten in der Infobox, da habe ich euch das verlinkt, wo ihr das findet. Und ihr kriegt ihr 10% beim Einkauf. Was ich auch ganz praktisch finde, dass ihr, es gibt auch kleinere Döschen, ne? Ihr könnt erstmal im kleineren Döschen anfangen und schauen, ob euch das schmeckt. Und dann gibt es auch größere Bundle, wo ihr auch ein bisschen Geld sparen könnt. Und es gibt halt ganz verschiedene Geschmacksrichtungen, auch Schokolade, Beere. Und es gibt auch ein ganz neutrales, ne, wo halt noch gar nichts schmeckt. Ne? Also das heißt, ihr könnt euch das munter zusammenstellen, wie ihr das braucht. Das finde ich sehr verbraucherfreundlich, ne, dass man einfach da verschiedene Möglichkeiten hat und auch ein bisschen Geld sparen kann. Aber langfristig, ne, wenn ihr also eben so Ende 50, Anfang 60 seid, könnt ihr ganz einfach verhindern, dass eure Muskeln abgebaut werden und langfristig was für eure Gesundheit tun. So, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir die gerne unten rein in die Kommentare und ich versuche die natürlich zu beantworten. Und wenn euch noch andere Gesundheitsthemen interessieren, dann schreibt mir das auch gerne unten rein und dann mache ich da auch gerne spezifisch darüber noch ein Video. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, es hat mir wirklich Spaß gemacht und wie immer wünsche ich euch nur das Allerbeste, bleibt gesund, werdet gesund, bis bald, tschüss!